So, servus Leute, was geht? Ich bin's wieder, der Leon Elektronik. Wieder zurück. Ich habe mir mal die Kommentare angeguckt unter meinem letzten Video, wo ich gesagt habe, mir geht's nicht so gut. Die Stimme ist jetzt einigermaßen besser. Ich habe auch einiges gemacht. Ich habe auch meine Nase gereinigt. Jetzt geht's einigermaßen. Jetzt kann ich mit euch sprechen. Und ich habe mir überlegt, weil viele ja schon sagen, ich sei in Schwarz gefahren und hier und da. Als allererstes möchte ich klarstellen, diese Gerüchteküche stimmt nicht. Und wer es mir nicht glaubt, und zwar dem wird halt klar sein, und zwar, dass ich ihm das Schwarz auf Weiß belegen werde. Nächster Punkt ist, diese ganzen Kerber-Videos und Volksfest-Videos, nein, die sind nicht von 2019, sondern die sind aktuell. Das sind aktuelle Videos. Und dass diese Videos alle aktuell sind, das möchte ich euch jetzt zeigen und euch auch wirklich glaubhaft machen, dass alle Videos, die ich bis jetzt gedreht habe von dem Volksfest Bad Karbas, dass die auch stimmen. So. In diesem Sinne sage ich mal, bis gleich, wir sehen uns gleich an meinem Computer. So, da haben wir jetzt eine Übersicht über meinen Kanal. Hier sieht man schon, hier fing es an, Rundgang Nürnberger Frühlingsvolksfest. Und dann sieht man ja hier bei meinem Kanal, ne, vom Nürnberger Volksfest. Und wenn wir jetzt hier drauf gehen, Moment, hier, Nürnberg Volksfest, das ist die Volksfestseite. Nürnberg Frühlingsfest 2022. So, da haben wir jetzt die Seite Nürnberger Volksfest. Könnt ihr ja alle sehen, ne? So, künftige Termine. Und dann kann man hier sehen, wie die künftigen Termine dieses Jahr sind. So, so viel zu dem Volksfest Nürnberg Videos. So, dann sind wir auf der nächsten Seite, nennt sich Frankenradar. Da kann man lesen, Frühlingsmarkt führt vom 14.05. bis 22.05. So, betrifft bei meinem Kanal dieses Video, ne, diese Videos aus Fürth. So. So, und wenn wir uns jetzt hier anschauen, steht hier Bergkirchweih von Erlangen 2. Juni bis 13. Juni 2022, ne Leute. So, betrifft diese Videos hier. Betrifft, wie gesagt, diese ganzen Videos von mir, inklusive hier. No? Gehen wir mal weiter rauf. Hier, Aufbaublock und so weiter. Ne, hier Anstich von Erlanger Berg haben wir hier. Dann hier Bergkirchweih, Erlangen. Genau. Geht noch bis hier hoch. Moment. Da könnt ihr sehen. Alles Bergkaber. So. Dann kommen wir zum nächsten. So. Dann sind wir hier wieder auf der Seite Frankenradar. Und da könnt ihr lesen. Kirchweih in Neustadt an der Aisch. 18.06. bis 26.06.2022. So. Betreffend diese Videos. Dann haben wir hier die Herzogenauracher Sommerkirchweih vom 1. bis zum 10. Juli 2022. Und jetzt, wenn wir hier rüber gehen, haben wir doch hier schon die Videos. Herzogenaurach. Na, genau. Dann haben wir hier Brucker Kerber Erlangenbruck vom 1.7. bis 4.7.2022 bei Frankenradar wieder. Wenn wir dann nämlich hier reingehen auf meinem Kanal, sehen wir hier, betreffend diese Videos. Genau. So, dann sehen wir hier Würzburg-Kiliani Volksfest 2022. Und wenn wir jetzt hier runter machen, steht sogar hier, Unterfrankens größtes Volksfest wird mit dem Festbieranstich durch den Oberbürgermeister am 1. Juli 2022 eröffnet. Betreffend diese Videos. Also hier, ich zeige es nochmal, betreffend diese Videos.
So, da haben wir hier Belegungsplan 2022. Gäuboden Volksfest Straubing. Also seht ihr, der aktuellste Belegungsplan betreffend. Hier. Diese Videos. So, dann kann ich es euch auch zeigen. Auf zum Neumarkter Jura Volksfest vom 12.8. bis 22.8. Betreffend. Hier. Diese Videos. Sonntag könnt ihr sehen, Kronacher Freischießen 2022, betreffend Videos 1, 2, 3, 4 und 5. Genau. So, und dann sind wir wieder hier auf der Nürnberger Volksfestseite. Und was steht hier? Herbstvolksfest 26.8. bis 11.9. Betreffend die Videos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So. So, jetzt habe ich es euch gezeigt, und zwar im Zwecks der, weil ja Kommentare und zwar drin stehen, und zwar, dass und zwar die Videos von 2019 kopiert worden sind. Ich habe es euch gezeigt, das war der Beweis schwarz auf weiß, dass diese Volksfeste stattgefunden haben. Der Beweis ist auch, dass ich da war. Man kann gerne dort noch die Schausteller befragen, weil ich einige Schausteller kenne. Und zweitens habe ich noch Zeugen, die dabei waren. Und mehr brauche ich dazu, mich nicht mehr rechtfertigen. Und weil viele gesagt haben, ich hätte und zwar von 2019 Sachen reingesetzt, ich zeige euch jetzt mal, wo diese Dinger gelagert sind und wie lange ich die schon nicht mehr angerührt habe. Also bis gleich. So, zeige ich euch erst einmal, wie groß meine 2019, 2020, 2017 und 18, wie groß eigentlich hier so eine Festplatte überhaupt ist. Wie viel da schon drin ist. Guckt euch das mal an. So, seht ihr das? Und jetzt möchte ich euch was Spezielles zeigen. Und zwar habe ich hier unten, wenn wir jetzt hier drauf gehen, Doppelklick, dann sind das alles Videos von 2019. Von Kirchwein bis hin zu privaten Ausflügen. So sind die bei mir gespeichert und die sind auf dem Computer und nicht auf dem Handy. So. Genau. So viel dazu. Das geht auch hier weiter. Hier sind noch mehr. Michaelis Cover Fürth 2019. Na? Genau. Und hier noch ein paar Videos von 2019. Genau. Seht ihr ja auch, ne? So. Mehr brauche ich euch dazu nicht mehr erklären, oder? So, jetzt hoffe ich, ich konnte euch ein bisschen was zeigen, zwecks, wo ich unterwegs war. Und dass die Videos, die jetzt aktuell drin sind vom Volksfest, alles andere als gefaked sind oder von 2019 anders abkopiert. Zweitens filme ich und zwar nicht nur mit dem Handy. Ich habe auch eine neue Kamera, die nennt sich Greenbox, und mit der filme ich auch, und da kann man überhaupt nichts und zwar dran ändern. Die nimmt das auf, was man aufnimmt, und man kann es auch zu Hause nicht bearbeiten. Also jeder, der das sowas behauptet, macht jetzt bitte mal halblang. So. Ich hoffe, diese Stellungnahme dazu ist geglückt und ihr schenkt mir euer Vertrauen. Und ich möchte es gleich jedem sagen, jeder, der mir das Vertrauen nicht schenkt, den möchte ich bitten, sich von meinem Kanal zu verabschieden. In diesem Sinne, habt noch eine schöne Zeit. Ich versuche wieder gesund zu werden, dass ich zum Fanfest mit euch ordentlich durchstarten kann da draußen. Servus.